300k Gewinn easy durch Once-to-Watch Investitionen. Welche das waren, zeige ich euch heute und wir reden allgemein über das Once-to-Watch Investition. Was habt ihr gemacht? Schreibt es mir unten rein. Viel Spaß! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute möchten wir uns mit was ganz, ganz Wichtigem beschäftigen, denn das Once-to-Watch-Team ist ja rausgekommen und heute möchte ich euch zeigen, wie viel Gewinn ich insgesamt gemacht habe. Das waren innerhalb von jetzt gerade 7-8 Minuten knapp 300.000 Münzen. Wie ich darauf gekommen bin, erzähle ich euch später. Doch davor würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine Trading-Sachen mehr zu verpassen, um keine Streams mehr zu verpassen. Und falls du noch fürs Wants to Watch FIFA Points brauchst, schau bei meinem Sponsor MMOGA unten in der Videobeschreibung vorbei. Da gibt es günstigste PSN oder Xbox-Karten. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Seht, wir sind gerade in FIFA drinne. Wir haben 1,688 Millionen, 13.000 FIFA Points. Meine Bilanz ist absolut erschreckend schlecht. Ich komme mit dem Spiel noch nicht so wirklich klar. Schreibt so gerne rein, was findet ihr an dem Spiel gut, eher schlecht? Und was würdet ihr ändern? Ja, also ich würde sagen, ich finde es gut, das Spiel. Keine Frage, aber man braucht extrem lange, um reinzukommen. Und das sieht man deutlich an meiner Statistik. Division 4 bin ich aufgestiegen und danach war Sense. Danach gefühlt verliere ich jedes Spiel. Obwohl ich natürlich ein überkrasses Team habe, im Gegensatz zu anderen Spielern. Aber na gut, 1,688 Millionen sind entstandene. Ganz, ganz einfach. Wir hatten davor, bevor wir das hier gemacht haben, 650.000 Münzen. So viel hatten wir auf der Uhr. Ich habe gerade alles verkauft gehabt. 1,688 Millionen sind rausgekommen. Insgesamt Investitionen waren nur ein einziger Spieler. 25 Mal habe ich ihn gekauft und zwar Fred. Ihr seht es im Hintergrund, denn Chris... Ich habe alle meine Transfers gelöscht. Ja, also hier hätte eigentlich 25 stehen müssen. Ja, ich habe jetzt nochmal neu nachgekauft, ein paar Spieler. Leider Gottes kann ich sie euch noch so zeigen. Ich hoffe, ihr vertraut mir da. Ich kann euch vielleicht nochmal ein WhatsApp-Video oder sonstiges zeigen, wo ich euch auch aufzeigen kann, wie viele in Fred sich in wie viel Fred sich investiert habe. Und zwar in 25 Stück. 25 Stück für maximal 26.000 Münzen, ich glaube 18, 19 waren für 25k, habe ich am Donnerstag, bevor das Once-to-Watch-Team rausgekommen ist, erboten und zwar im Zug nach Berlin und da war mir halt langweilig. Ich habe mir gedacht, komm Chris, du hast noch 600.000 Münzen rumliegen oder 650.000, wir holen uns einfach davon ein bisschen was und ich habe mich halt mit Daniel ein bisschen besprochen. Also die Hahn, wer ihn noch nicht kennt, kann sehr, sehr gerne mal seinen Twitch oder seinen YouTube-Kanal abchecken. Sehr, sehr guter Trader, auch er, definitiv folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir waren uns irgendwie einig, ja, Fred ist eigentlich so eine Investition, wo du mit am meisten rausholen kannst, weil Goretzka war überinvestet, andere Spieler wären vielleicht nicht so gestiegen. Fred hatte halt schon den Wert von 25.000 Münzen, hatte eine Price Range bis 40.000 Münzen. Und wenn wir jetzt mal auf den Transfermarkt gehen und da Fred suchen, ja, dann sehen wir eindeutig, Fred ist mittlerweile mehr als die 25.000 wert. Ja, 37.000 gibt es keinen, für 40 gibt es noch welche, also er ist noch nicht extinkt. Und ich habe ihm dann gesagt, komm, pass auf, ich werfe ihn einfach für ganz entspannte 39.000 Münzen drauf. Alle Spieler, die ich hatte für 39.000, jetzt ist er schon bei 39.500, man hätte noch ein bisschen mehr Gewinn mitnehmen können. Sogar bei 40k ist er jetzt mittlerweile angelangt, aber ich habe mir gesagt persönlich, pass auf Chris, mir reicht der Gewinn. Ja, stellt euch vor, morgen oder heute Abend sogar wird die Price Range erhöht und jeder, der Fred hat, haut ihn auf den Markt, um die Coins zu bekommen, weil sie denken, ja, da steigt noch viel, viel mehr. Es kann natürlich passieren, aber es kann natürlich auch passieren, dass der Markt geflutet wird und damit der Preis wieder runtergeht, wie zum Beispiel beim guten alten Depay, der nämlich mal ganz kurz bei 20k extinkt war. Dort haben alle gedacht, oh, der geht für 40k weg und jetzt gibt es ihn vielleicht noch für... ich weiß nicht, 19.000, 18.000, 17.000, sogar 15.000. Also ihr seht, das Negativbeispiel hätte kommen können. Und ich habe mir persönlich einfach gesagt, Chris, mir reicht das. Ja, mir reicht der Gewinn, 25k Einkauf, 14k pro Spieler ungefähr gemacht, abzüglich Tax sind es ungefähr 13k, mal 25, ihr wisst Bescheid, das sind knappe 300.000 Münzen. Und das gleiche würde ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr wirklich persönlich sagt, immer wieder, ihr habt jetzt zum Beispiel Once-to-Watch-Investitionen und sagt so ein Philippe Anderson, ja, Anderson ist ja auch extrem nach oben gegangen, der war ja bei 13.000 Münzen oder sowas oder sogar dann 20k, bevor das Once-to-Watch-Team rausgekommen ist und geht jetzt knapp für, ja, vielleicht 30.000, 32.000 Münzen und ihr sagt persönlich, das reicht mir an Gewinn, dann verkauft die Spieler. Wenn ihr das Risiko aber gehen wollt und sagt, vielleicht steigt er noch mehr, das Once-to-Watch-Team, das dauert noch 8 Tage lang, 8 Tage lang habt ihr Zeit noch eure Spieler zu halten, ne? Dann könnt ihr natürlich auch die Spieler noch in eurem Verein bunkern, um dann früher oder später zu verkaufen. Ich würde euch aber raten, wirklich, passt auf, Gewinn ist Gewinn. Nehmt den Gewinn, den ihr wirklich habt, mit
und versucht vor allen Dingen nicht in irgendeiner Art und Weise so sehr auf Risiko zu gehen, dass ihr am Ende ihr vielleicht nicht mehr den Gewinn rausholen könnt, der vielleicht möglich gewesen wäre. Ja, und deswegen wollte ich einfach mit euch nochmal durchgehen. Das Once-to-Watch-Team ist unfassbar gut. Wir haben übrigens 4 Verkäufe. Iniesta übrigens. Mein erster Spieler, der weggegangen ist für Tech Avior, den habe ich für 9.900 gekauft. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Genauso Arthur, Batshuayi und Hüseyin sind noch weggegangen. Okay. Aber ich wollte einfach mit euch drüber reden, dass das Once-to-Watch auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener oder ein sehr, sehr, sehr gelungenes Event für mich persönlich war. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie sah es denn insgesamt bei euch aus? Habt ihr genug Gewinn gemacht? Habt ihr überhaupt das Risiko gewagt, in Once-to-Watch zu investieren, beziehungsweise in die Spieler, die Once-to-Watch hätten werden können? Und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie viel ihr Gewinn gemacht habt und in welche Spieler ihr investiert habt. Viele Fragen, viele Antworten, Once to Watch, aber auch in allgemeine Fragen. Denn viele Fragen kamen jetzt auch wieder in den Livestreams. Chris, wann soll ich den verkaufen? Steigt der noch? Fällt der noch? Oder sonstiges. Die Fragen möchte ich jetzt nochmal alle konsequent beantworten, weil in irgendeiner Art und Weise, meiner Meinung nach, ist es wichtig, dass ihr diese Fragen nicht mehr so oft in den Livestreams stellt. Denn das ist eigentlich klar. Ganz, ganz wichtig. Spieler, wo ihr denkt, zum Beispiel den Piqué oder sonstiges, werden nicht so oft in der Weekend League verkauft. Oder verkauft, gespielt. So rum wollte ich sagen. Die verkauft ihr und reinvestiert ihr. Wichtig dabei ist, dass ihr wirklich direkt, wenn ihr die Coins verkauft oder bekommen habt, dass ihr sagt, ich investiere in einen neuen Spieler. Einen Spieler, der OP ist. Wie zum Beispiel den Martial, Gabriel Jesus. Spieler, die halt sehr, sehr oft auch in der Weekend League gespielt werden. Wir haben jetzt noch nicht so viele Coins auf dem Markt. Und dadurch werden die Spieler auch steigen. Weil viele fragen sich, ja, warum fällt denn gerade alles? Warum geht denn alles so ein Stück weit runter? Das kann ich euch einfach nur sagen. Es werden zum Monster Watch unfassbar viele Packs geöffnet. Es ist jetzt 18.32 Uhr. Vielleicht kommen 19 Uhr neue Lightning Rounds bzw. neue Promo Packs. Es werden mehrere Spieler gezogen. Das fällt jetzt erstmal. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo am Ende von FIFA 19, dem Start, nochmal viele Leute Geld investieren, ja, bevor es dann irgendwann zu Black Friday, weil wieder so sein wird, oder zu Weihnachten oder zum Team of the Year, die ganz normalen Casual Gamer, wie ihr es wahrscheinlich auch seid, nicht so wie ich, der halt wirklich ein paar mehr FIFA Points investiert hat, muss man einfach so sagen, ne, werden nicht so viel Geld dann wieder investieren. Sie werden ihre Münzen holen, nicht durch Points oder Echtgeld, sondern sie werden ihre Coins holen durch Division Rival Rewards, Squad Battles, allgemeines Spielen, Weekend League. Und dadurch wird die Anzahl der Coins insgesamt in FIFA natürlich erhöht. Und wenn diese Coins-Anzahl erhöht wird, werden natürlich auch die Spieler sehr, sehr beliebter. Denn man kann sich die natürlich leisten. Und je beliebter ein Spieler ist, desto teurer wird er. Also kann ich euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr wirklich sagt, ich möchte Spieler spielen, verkauft Spieler, die ihr nicht spielt, wo ihr denkt, die werden sowieso nicht so sehr steigen, und investiert in ein Investitionsteam. In ein Investitionsteam für die Weekend League. Das Wichtigste ist doch immer noch, dass wir bei FIFA Spaß haben. Klar, traden ist eine geile Sache. Absolut. Kann ich auch immer wieder sagen, traden macht unfassbar viel Spaß. Aber ihr müsst auch sehen, dass der Spaß im Vordergrund steht. Kauft euch ein Weekend League Team mit Spielern, auf die ihr Bock habt, wo ihr gleichzeitig aber auch denkt, das ist eine gute Investition. Die Werten steigen und ich kann sie meinetwegen vor der zweiten Weekend League, vor der dritten Weekend League oder vierten Weekend League wieder verkaufen mit Gewinn, um mir neue geile Spieler zu kaufen. Ja, egal wann ihr die Spieler verkauft, ihr müsst reinvestieren. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Piqué verkauft, kriegt für den 20k, lasst die Coins eine Woche liegen, ist natürlich ein Piqué vielleicht 25k wert. Ihr kriegt nicht mal euren Piqué wieder und andere Spieler steigen gleich. Andere Spieler steigen vielleicht so, währenddessen Piqué nur so steigt. Es kommt immer darauf an, dort die Spieler rauszufiltern, die eurer Meinung nach mehr ansteigen als zum Beispiel andere Spieler, ja, die ihr verkaufen wollt, die ihr im Verein haben wollt. Das ist wichtig und viele fragen auch immer, wann soll ich verkaufen? Verkauft doch einfach und investiert neu. Das ist ganz, ganz wichtig und das wollte ich hier einfach nochmal in diesem Video auf jeden Fall loswerden. Denn viele haben sich halt einfach gefragt, Chris, warum, wieso, weshalb, was soll ich verkaufen, was soll ich investieren? Investiert in Spieler, auf die ihr Bock habt, wo ihr sagt, die sind spielbar, die machen Laune und damit könnt ihr die Weekend League rocken und den Verlust, wenn ihr Verlust machen solltet, was eigentlich nicht möglich ist, holt ihr durch verschiedene Rewards wie Division Rival Squad Battles, Weekend League, durch normales Spielen sowieso wieder rein. Ihr wendet überteuert Verkaufen an, wenn ihr wirklich 20-30k habt, macht's mit Non-Rares, 60k normale Spieler, macht eure Transferliste voll. UV läuft zurzeit echt nicht so schlecht und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Macht's einfach. Ja, und dazu soll es auch nicht weiter mehr zu sagen geben. Ja, morgen früh geht es dann weiter mit dem POTM der Bundesliga, wo wir drüber sprechen werden. Der soll ja angeblich kommen.
Und damit will ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Start morgen früh, während ihr mein Video guckt, während des Cornflakes essen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo wäre Weltklasse. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao.